Leute, hier ist eure Alicia und herzlich willkommen zum Spiel Alicia Online. Ja, das Spiel heißt tatsächlich Alicia Online. Alicia Online war eigentlich ein koreanisches Spiel, wurde dann verkauft angeblich an die Japaner. Die haben da irgendwie kein Interesse mehr dran oder da passiert nichts oder keine Ahnung. Wir hören nichts oder wir sehen und hören nichts von denen. Und gerade, ja, baut ein privater Herr das Ganze hier wieder auf. Und Alicia Online ist absolut kostenlos. Es wird auch kostenlos bleiben. Und ja, Alicia Online hatte ich schon ein paar Mal jetzt gespielt oder besser gesagt gezeigt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Spiel installieren könnt, wie ihr euch einen Charakter richtig erstellt und so weiter, was ein Speed und Magic Race ist, könnt ihr entweder oben rechts auf das i klicken. Da werdet ihr zu einer Videoliste gebracht. Oder aber ihr guckt einfach mal in der Videobeschreibung. Da habe ich euch auch so ein paar Seiten hinterlassen mit, wo könnt ihr es runterladen. Deutsche Fanseite von Alicia und sowas, ne? Und ja, diese Woche kümmern wir uns um die Pets in Alicia Online. Denn, wie ihr sehen könnt, ich habe hier hinten schon eine Möwe auf dem Popo von meinem Milky. Diese kleinen Tiere sind für nichts zu gebrauchen. Sie sind einfach nur Deko. Es klingt so böse, aber sie sind wirklich Deko. Sie können halt nichts. Sie verbessern nicht eure Stats oder so. Es sieht einfach nur extrem niedlich aus, wenn die wie in meinem Fall dann halt hinter uns herfliegen. Ja. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen am besten einfach mal an. Woher bekomme ich denn so ein Pet? So ein Pet bekommt ihr aus Eiern. Ich zeige euch die mal. Aus solchen Eiern. Und wenn ihr die auf diesem Ständer auf eurer eigenen privaten Ranch ausbrütet, dann schlüpft daraus etwas. Ja, das können unterschiedliche Sachen sein. Das können zumal, wir können ja einmal hier unten gucken ins Buch. Das Buch hier, ne, das zweite von rechts, ist euer Buch, wo ihr sehen könnt, welche Tiere ihr schon alle bekommen habt. Ne? Also es sind dann halt diese Eier und aus diesen Eiern können dann verschiedene Tiere schlüpfen. Zum Beispiel aus Mido-Eiern können solche Waschbären schlüpfen oder Hühner. Was sind hier Schmetterlinge? Genau, Schmetterlinge gibt es im Mido noch. Bei Forest gibt es Affen und Schmetterlinge, wenn ich mich nicht irre. City-Eier bringen euch halt Möwen oder Schatztruhen. Desert-Eier sind die Wüsteneier. Da kriegt ihr so einen Fuchs raus. Oder auch wie die Jenny zum Beispiel diesen Stufe 4er Fuchs, der extrem beliebt ist. Ich mag die Füchse nicht so, aber die sind extrem beliebt. Es gibt Schlangen und es gibt noch ein Skarabäus. Mhm. Und Eis, da gibt es natürlich auch Eier. Und zwar gibt es einen Pinguin und eine Robbe. Genau, jetzt habe ich erstmal überlegt. Okay, also ihr seht schon, ich habe hier nicht so viel zu zeigen, weil ich nicht so viele Pets habe und so weiter. Aber wichtig ist einfach mal, wo wir die jetzt herkriegen. Und dann erkläre ich euch noch direkt, was es mit diesen Sternen auf sich hat. Und zwar seht ihr das bei meinen Möwen ganz schön. Es gibt Stufe 1er Möwen, 2er Möwen, 3er Möwen und 4er Möwen. Das geht das mit allen anderen Pets auch. Und umso höher dieses Pet ist, also umso höher die Stufe halt ist, umso länger braucht es, um auszubrüten. Echtzeit zum Ausbrüten. Und umso anders sieht das dann halt aus. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal meine Einsammöwe nehmen. So, Moment. Wenn wir uns die jetzt mal angucken, sehen wir schon. Na, ich muss die Maus so. Okay, dass er hier oben keine wirklichen langen Federn hat. Ne? Ist recht simpel gestrickt, ne? Das ist jetzt nicht abwertend. Wenn ich die Zweiermöwe schon nehme, sieht die schon ganz anders aus. Er hat auf einmal hier längere Federn, nochmal eine andere Farbe drin. Ne? Der Kopf da sind auch viel längere Federn. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vierermöwe nehme, sieht die nochmal ganz anders aus. Die hat auf einmal so einen blauen Stich hier an der Seite, so ein bisschen pink oder lila schon dabei. Ne? Wie gesagt, die können nichts, sie sehen einfach nur anders aus. Und die gibt es nicht nur auf den verschiedenen Maps, ja, also Eis gibt es zum Beispiel nur auf der Eiskarte, das Desert-Eye nur bei Wüstenkarten. City sind halt immer diese Städte, ne? Forest halt diese Dschungel-Maps und Mido sind alles so diese normalen, diese, ja, wo so viele Felder sind und so weiter, ne? Das sind halt die Maps, wo ihr die Eier bekommen könnt. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an. So. Also, ihr könnt, egal welches Rennen ihr macht, überall Eier finden. Wenn ihr in Training drin seid, also ein Single Race macht oder auch in Team Races, ist das vollkommen egal. Und es ist auch total egal, ob ihr ein Speed oder ein Magic Race macht. Ich habe jetzt gerade mal Lust auf Magic Race.
Und hier kommen wir nochmal, hier steht es auch nochmal ganz schön, ne? Hier ganz oben, wenn ihr das Rennen auswählt, welche Strecke ihr reiten wollt, könnt ihr euch direkt anzeigen lassen. Okay, das sind halt alles diese Meadow, diese normalen Eier, wo ihr dann diesen Waschbären rausbekommen könnt, die Schmetterlinge rausbekommen könnt oder Hühner rausbekommen könnt. Forest gibt es halt diese drei Maps. Da bekommt ihr dann halt einen Affen oder Marienkäfer raus. City Map, Stadt Maps, ne, das ist halt für die Schatztruhe oder für die Möwe. Desert sind die Wüsten Maps für den Skarabäus, für die Schlange oder für diesen kleinen Fuchs. Und die Ice Map, da gibt es Robben und Pinguine. So, ich persönlich bin ein City Fan aufgrund dessen, dass ich diese Möwen haben möchte. Deswegen möchte ich auch ein City Eye haben. Das heißt, eine dieser drei Karten muss ich jetzt nehmen und ich nehme jetzt einfach mal Trading Port. Ich glaube, ich habe die allgemein noch nicht gezeigt. Ah, Very Hard könnte echt schwierig werden. Ich nehme mal Difficult. So, ich würde sagen, starte jetzt einfach mal. Also, in jedem Rennen habt ihr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Ei liegt. Je nach Map halt ein verschiedenes Ei, ne? Also so eine verschiedene Art von dem Ei. Und das kann halt in jedem Rennen vorkommen. Wenn es nicht im Rennen drin ist, müsst ihr nochmal eins machen und nochmal eins machen und nochmal eins machen, bis ihr irgendwo auf dieser Map so ein Ei findet. So, ich würde sagen, ich reite jetzt einfach mal so lange, bis ich so ein Ei finde. So, okay, im ersten Match habe ich jetzt kein Ei gefunden. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal weiter. So kann es halt laufen, bis ich irgendwann ein Ei finde und ich melde mich dann wieder. So, da habe ich gerade ein Ei gefunden und kriege direkt einen Shooter in den Rücken. So, also ihr habt gerade gesehen, ne, hier war ganz am Anfang des Rennens, also da, wo man die Runde anfängt, das Ei. Und ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was im Chat stand, was das für ein Ei war. Denn unten steht dann immer, wenn ihr das Ei sammelt, was für ein Ei das ist. Steht dann irgendwas auf Koreanisch, dann immer mit Level, Punkt und dann von 1 bis 4. Und nach dem Rennen gucken wir jetzt einfach mal, was das für ein Ei ist. Und dann können wir das gleich reinlegen. So, okay, ich habe gerade wirklich viel Glück gehabt. Ich habe direkt im zweiten Game, was ich gemacht habe, ein Ei gefunden. Manchmal kann das wirklich, wirklich, wirklich lange dauern. Manchmal hat man 15 Runden lang gar kein Ei drin. Ja, das kann halt passieren. Ich hatte jetzt Glück und wir können jetzt entweder auf das Buch wieder gehen oder wir drücken einfach mal die 7. Dann öffnet sich das Buch und hier sehen wir dann alle Eier, die wir sammeln würden. Übrigens, ihr könnt all diese Eier sammeln. Das ist vollkommen egal, ja. Ihr könnt immer von jedem Ei eins haben im Buch. Und diese Eier werden immer resettet. Hier steht es nämlich, do not forget to check if the pet got hatched. Also ob das Ei ausgebrütet worden ist und so weiter. Weil jeden Mittwoch um 6 Uhr am Morgen koreanischer Zeit werden alle Eier gelöscht. Das heißt, ich weiß nicht, ob das wirklich nach der koreanischen Zeit geht. Vielleicht steht das da auch einfach nur noch. Vielleicht ist es schon die englische Zeit oder weiß ich nicht. Aber alle Eier, die ihr in der Woche sammelt, also wenn ihr das ganze Buch zum Beispiel voll hättet, ja, und ihr hättet gerade ein Vierer-Ei drin, das würde gerade ausbrüten, würden dann am Mittwoch, wann auch immer jetzt genau Mittwoch, alle Eier aus eurem Buch verschwinden, außer das Ei, was gerade brütet. Ja, das war zum Beispiel bei mir der Fall. Heute ist Donnerstag, gestern wurden die Eier alle resettet und das Einser-Ei hatte ich noch draufgepackt. Und dann müsst ihr wieder von vorne sammeln. Das heißt, einfach rennreiten. Also was heißt müsst? Das ist ja freiwillig. Die Pets bringen euch ja nichts, ne? Deswegen überlegt immer ganz gut, welche Eier ihr reinpacken wollt, welches Tierchen ihr vielleicht bekommen wollt. Und ja, ich habe hier halt ein City Egg. Das ist nun ein Stufe 1er Ei. Hier können wir auch nochmal genau gucken, wie lange so ein Ei braucht. Denn die Eier brüten eine Zeit und das ist, sind halt echte Stunden, ja, ist echt Zeit. Und hier unten in der dritten Zeile steht, hier oben steht erstmal Level 1, ne? Dann in der dritten Zeile steht 9 und dann irgendwas auf Koreanisch. Diese 9 sagt euch, dass das Ei 9 Stunden lang brüten muss. Ein 2er Ei muss zum Beispiel 41 Stunden lang brüten, ein 3er Ei würde 73 Stunden brüten und ein 4er Ei braucht 105 Stunden, damit es schlüpft. Ganz schön lange. Ich rede hier von Echtzeit, ne? Also,
echt Echtzeit. Ihr müsst dann wirklich 105 Stunden warten. So, deswegen überlegt euch immer ganz gut, welches Ei ihr reinpacken wollt, weil mittwochs werden die halt immer resettet einmal. So, okay. Ich würde jetzt gleich das 2er-Ei drauflegen, aber bevor ich das drauflegen kann, nehme ich erstmal das 1er-Ei runter. Da kann jetzt halt ein zufälliges Tier drin sein von der, also von den City-Maps. Ne? Das ist bei der City zum Beispiel eine Möwe. Kann dann natürlich nur Stufe 1 sein. Oder aber auch eine Schatztruhe. Die gibt es übrigens auch in verschiedenen Farben. Das heißt, nur weil ihr eine Möwe habt, heißt es nicht, dass ihr nicht noch eine Einser-Möwe bekommen könnt. Denn es gibt die zum Beispiel in Blau, Grün, in so einem Schwarz und noch in einem Rot. Normalerweise, aber die habe ich noch nicht. Und das ist bei allen Tieren so. Ne? Auch die Schatztruhen halt. Hier die Zweiermöwe auch. Und die Möwe gäbe es auch noch in anderen Farben, aber habe ich halt nicht. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie das jetzt ausschaut. Also euer Ei ist fertig. Meins hat jetzt nur 9 Stunden lang gebrütet. Und dann klickt ihr einfach aufs Herzchen zum Beispiel. Dann drückt ihr auf Hatch für Empfang sozusagen. Toll, unser Pferdekopf guckt durch. Das ist Schitte. So, und jetzt haben wir gar kein Tier bekommen. Aber du hast doch gesagt, man kriegt ein Tier raus. Ja. Kann man bekommen. Also man hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man allgemein eins dieser beiden Tiere zum Beispiel bekommt. Also ich rede jetzt in meinem Fall von eins dieser beiden Tiere, weil ich habe ja gerade ein City-Egg gehabt, ne? Aber man kann auch eventuell andere Sachen rausbekommen. Zum Beispiel ist momentan drin, dass man ein Item bekommt beim Eierausbrüten, womit man die Haustiere umbenennen kann. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich hier auf meine Möwe gehe, kann ich die hier oben benennen. Ne? Ihr seht schon, ich habe 5 von diesen Tierbenennungsteilen. Ihr könnt jetzt irgendeinen Namen hier reinschreiben. Ne? Und wenn ich auf Change drücken würde, würde die dann halt so heißen. Und dann hätte ich noch 4 übrig, dass ich 4-mal noch ein Tier benennen kann. Das bringt euch auch nichts, da steht da einfach nur ein Name drüber. Ja, zum Beispiel Gulliver oder Steve oder habt ihr nicht gesehen, ja? Oder aber es gibt Kristalle. Die Kristalle sind sogar sehr gut. Ich zeige euch die mal. Und zwar diese hier. Denn diese Kristalle verkürzen eure Ausbrützeit. Ja? Wir gucken das jetzt gleich mal. Also wir wählen jetzt erstmal das Ei aus. Also ihr habt ein Ei gefangen. Ihr drückt auf diesen Ständer. Es gibt davon auch später einen Ständer, wo dann 2 Eier gleichzeitig ausgebrütet werden können. Wir drücken auf das Plus. Wir drücken auf Zeig mir das Buch. Und dann wählen wir eins dieser Eier aus, die wir halt gefunden haben. In meinem Fall jetzt das 2er-Ei. So, dann steht schon Put, ne? Also reinpacken. So, ja, wir sind uns sicher. Und jetzt ist das Ei am Brüten. So, jetzt steht da schon ein Tag und 16 Stunden müssen wir warten. Und wenn wir jetzt so einen Kristall haben, den ich gerade rausbekommen habe aus dem 1er-Ei, können wir den einsetzen und um 8 Stunden verkürzt sich dann das Ganze. Das heißt, ich müsste noch 1 Tag und 8 Stunden warten, anstatt 1 Tag und 16 Stunden. Ne? So funktioniert das. Ich kann auch, meinetwegen, wenn ich so viele Kristalle hätte, ne, könnte ich auch die ganze Wartezeit verkürzen, indem ich alle wasten würde. Ja? Das heißt, ich könnte zum Beispiel gerade mit meinen Kristallen hier 32 Stunden gut machen und das Ei dann empfangen. Ja. So läuft halt das Ganze. Tja, habe ich was vergessen? Die Tiere bringen einem nichts. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Man muss die Eier im Rennen finden. Sie sehen nett aus. Man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Tier rausbekommen. Weswegen man, wenn man was Genaues haben möchte, genau überlegen sollte, welche Map man reiten will. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Habe ich das schon gesagt? bin mir gerade gar nicht sicher, ich meine ja. Okay, und ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Also die Tiere sind halt einfach nur Deko, sie sind nichts super duper mega Besonderes, ne? Sie sind halt einfach putzig, jeder mag so seine Tierchen. Ich selber bin Ultra-Fan von den Möwen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Eure Lischia.